Auto, manchmal haben wir so Mütter als Beziehung. Nicht? Daher glaube ich, dass man den Streitwert zum Beispiel erhöhen könnte. Warum kann nicht am Bezirksgericht ein Prozess über 100.000 Euro auch verhandelt werden, zum Beispiel ein Verkehrsunfall, derzeit ist 15.000 oder 25.000 erhöht werden. Ich bin dafür, dass man das auf 100.000 erhöht. Der Richter am Bezirksgericht ist genauso in der Lage wie der Richter in Graz, dass er den Prozess aufführt. Damit habe ich sofort für die Bezirksgerichte eine entsprechende Mehrauslastung. Und ich kann mit gutem Gewissen Hartberg und Fürstenfeld erhalten und ich habe dort ausreichend Richter. Es werden halt ein paar in Graz weniger. Aber ich glaube, wir reden immer von Subsidiarität, nahe am Bürger, das ist ein Schlagwort, aber im konkreten Fall geht man den gegenteilig weg. Nicht? Also ich bin zuversichtlich, dass diese Gerichte, mein Fürstenfeld ist auch wichtig, ich bin ja da als junger Richter hergekommen, habe ich noch nicht erzählt vorher. Nicht? Und ich möchte auch nicht, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird, weil das ist schon zu mir dann kommen und sagt, du bist für Hartberg, wir sind zwar Europäer, aber weil ich jetzt sage als Fürstenfelder, ich bin dafür, dass die Schließung rückgängig gemacht wird, dann hat es gerne, ja, du gefährdest das auch. Nein, aufwerten. Und früher war es Arbeitsgericht zum Beispiel beim Bezirksgericht. Nicht? Jetzt sage ich nicht, dass das wieder zurück muss, aber man könnte zum Beispiel den Strafrahmen auch im Strafverfahren erhöhen. Warum soll denn der Richter in Fürstenfeld auch als Strafrichter tätig werden, wo ein höherer Strafrahmen ist? Und man sollte auch, glaube ich, auch an den Bezirksgericht mit der Staatsanwälte positionieren, die selbstständig zusammenarbeiten mit den Sicherheitsbehörden, mit der Polizei, weil dann hat der vor Ort was besser, vielleicht uns besser vertraut und nicht, dass man jeden Grazwein anruft und der weiß nicht einmal gescheit, wo Hartberg liegt oder Fürstenfeld, das hätte auch den Vorteil. Ein letztes Wort noch zur Gerechtigkeit. Wo man die Gerechtigkeit sieht, das ist beim Pensionssystem, das beschließt der österreichische Gesetzgeber. Es gibt gescheite Leute, die sagen gescheitere als mich, die sagen, das österreichische Pensionssystem ist das ungerechteste, eines der ungerechtesten, nicht das ungerechte, aber eines der teuersten und ungerechtesten der Welt. Das stimmt auch, Gott sei Dank haben wir ein gutes Niveau, wir haben aber auch Spitzenpensionen und das geht in der Debatte unter. Und ich treffe viele Pensionisten und ich kenne welche, die wirklich kämpfen, wenn dann im Fernsehen auftreten als Pensionistenvertreter Blecher und Kohl, die haben beide brutto jenseits der 10.000 Euro Grenze vom Staat unterstützt, quasi weil der Staat natürlich einiges dazu zahlt. Und ich kenne aus der Oststeiermark, habe ich einen Fall gehabt vor 5 Jahren, da habe ich eine Frau mit 9 Kindern vertreten, die hat mir ihren Pensionsbescheid gesagt, der ist abgelehnt worden, der Pensionsantrag mit der Begründung, sie hat die Kinder schnell hintereinander gekriegt, weil 4 Jahre anmelden wird nur dann, wenn es 4 Jahre waren, wenn es nur 2 Jahre Unterschied sind, wird nur 2 Jahre angerechnet. Und sie hat einen Pensionsbescheid gehabt, dass sie keine Pension bekommt mit 9 Kindern, also die eigene, die Mutter und 9 Kinder in die Welt gesetzt, die wirklich tüchtig waren, das weiß ich, und die eigene Mutter kriegt von dem Topf nichts. Dann habe ich für sie ein Grab geschrieben mit der Hand, dann haben sie irgendwas dazu gefunden und dann hat sie gekriegt 246 Euro, das war vor 5 Jahren. Und dann habe ich gesagt, ihr Mann ist ein Riesenproblem, er ist sehr tyrannisch. Ich habe gesagt, wissen Sie, als Christ, das sage ich jetzt so, rate ich Ihnen trotzdem, lassen Sie sich scheiden, weil Sie sind jetzt 60 gegen 60, Sie haben noch 20 Uhr mindestens für sich und dann kriegen Sie statt 246 kriegen Sie eine Ausgleichszulage entsprechend. Und dann hat sie gekriegt 746 Euro. Und das ist